Hallo, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir haben jetzt eine Woche Corona-Lockdown hinter uns. Auch am Sonntag, am 22. März, wird es wieder keinen öffentlichen Gottesdienst bei uns geben können. Und das finde ich richtig schade. Deshalb bin ich jetzt auf dem Weg in die Kirche, habe einen kleinen Gottesdienst vorbereitet, 10 Minuten, den ich digital aufzeichnen möchte. Unser Organist Bernd Nagel und unser Jugendreferent Silvan Lange, die sind auch dabei. Und wenn du jetzt eingeschaltet bleibst und dir dieses Video zusammen mit uns anguckst, dann können wir jetzt miteinander richtig schön Gottesdienst feiern. Und dazu lade ich dich jetzt ganz herzlich ein. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er ist der dreieinige Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue ewiglich hält, der nicht preisgibt, ein Werk seiner Hände. Amen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Du wirst es mit eigenen Augen sehen, denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Ich lese aus Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41, die Stillung des Sturms. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde.
Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist er? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Es wird Abend über dem See Genezareth. Der Wind weht kräftig und kühl, aber nicht bedrohlich. In China soll es stürmen, aber China ist weit weg. Das interessiert hier in Galiläa niemanden. Schnell wollen die Jünger mit Jesus auf die andere Seite des Sees fahren. Ein kleines Segel, Ruder, die erfahrenen Fischer und Bootsleute haben das Schifflein sicher auf Kurs. Geübte Handgriffe, Routine, alles wie immer. Jeder hat seine Aufgabe, die Rollenverteilung passt. Ein paar Jünger haben etwas Wein dabei. Sie trinken und singen bei der Überfahrt, feiern das Leben. Viele reden miteinander, gute Stimmung an Bord. Der Sturm wird heftiger. Einer sagt: Wow, da kommt aber richtig was auf uns zu. Aber die anderen hören noch gar nicht richtig hin. Die Wellen schlagen höher. Das Schiff schaukelt heftiger. Einige stellen die Gespräche ein und gucken etwas besorgt auf das Meer. Einer beginnt, die anderen eher erfolglos zu warnen. Etwas schaukeln, das kennen sie ja, und das verunsichert die meisten nicht. Vom einsetzenden Regen will sich niemand die Stimmung verderben lassen. Erst als eine besonders hohe Welle in das Boot schlägt, Wasserströme durch das Boot spritzen und alle von unten bis oben nass werden, verstummt das Gespräch mit einem Mal. Einige werden jetzt sehr hektisch. Thomas gibt das Kommando vor. Wir müssen das Boot senkrecht gegen den Sturm richten. Rudert, Freunde, rudert! Einigen leuchtet das sofort ein. Sie greifen zu den Rudern und setzen die Anweisung um. Nein, brüllt Andreas. Wir müssen doch vor dem Sturm hertreiben. Setzt das Segel und wendet das Boot. Das klang für manche gut. Einige Jünger begannen, das Boot zu wenden. Die anderen hielten dagegen. Das Boot schwankt hin und her, gerät in Schieflage. Jakobus schaltet sich ein. Das Wichtigste ist, dass wir uns gleichmäßig im Boot verteilen, damit wir im Gleichgewicht bleiben. Und bitte, Johannes, pack endlich den Wein weg und hör auf zu singen. Johannes blickt missmutig rüber. Er ist der Jüngste und Schwächste an Bord, will sich die gute Laune nicht nehmen lassen, erst recht nicht vom großen Bruder Jakobus. Wieso denn? Ich kann euch doch sowieso nicht helfen. Ihr macht das schon, antwortet er frech. Du bist unverantwortlich, ruft Philippus. Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: Dann helf ich auch nicht. Seht ihr doch zu. Er setzt sich in der Mitte des Bootes einfach auf den Boden. Führungslos wird das Boot von den Wellen hin und her geworfen. Thomas will an seinem Plan festhalten und ihm Nachdruck verleihen. Habt ihr den Schuss denn immer noch nicht gehört? Merkt ihr nicht, dass wir in Lebensgefahr sind? Brüllt er. Wenn ihr jetzt nicht sofort rudert, und zwar gegen den Sturm, werden wir alle ertrinken. Petrus erhebt sich, stellt sich in den Bug des Schiffes, sodass er von allen gesehen werden kann. Freunde, die Lage ist ernst, sagt er und räuspert sich. Nehmt sie bitte auch ernst. Jawohl, sekundiert Bartholomäus. Wir machen es jetzt so, wie Petrus sagt. Und wer sich nicht dran hält, den werfe ich eigenhändig über Bord.
Für einen Augenblick wirkt es, als wäre er selbst über seine Worte erschrocken. Doch dann stampft er fest mit dem Fuß auf, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass er es ernst meint. Doch sofort hebt sich Widerspruch. So weit kommt es noch, schimpft Jakobus jetzt. Wir sind hier alle gleichberechtigt. Wir sind doch frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Jesus, sagt Judas, und mit einem Mal erinnert er sich daran, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist. Jesus muss uns helfen, ruft er nun lauter und läuft nach hinten im Boot. Er rüttelt den schlafenden Jesus wach und brüllt ihm ins Gesicht. Jesus, ist es dir egal, dass wir ertrinken? Jesus reibt sich die Augen. Etwas verschlafen, zittrig steht er auf und blickt sich ganz ruhig im Boot um. Ganz still ist es mit einem Mal geworden. Alle Augen sind jetzt auf ihn gerichtet. Und er blickt einen jeden genau an. Und dann fragt er zurück, ist es denn euch egal, dass wir ertrinken? Nein, murmelte Johannes, ließ den Wein ins Meer gleiten und nahm sich ein Ruder. Natürlich nicht, sagte Philippus und setzte sich auf die Ruderbank. Und mit einem Mal gingen ihnen allen die Augen auf und ihnen wurde deutlich, dass sie alle in ein und demselben Boot saßen. Jakobus war bereit, sich einzuordnen. Bartholomäus bedauerte seine Drohung gegen die anderen. Petrus und Thomas begannen, Wasser aus dem Boot zu schöpfen. Jeder entdeckte seine Aufgabe, nahm seinen Platz ein und zusammen legten sie sich in die Riemen, um das Boot durch den Sturm zu bringen. Und als sie so zusammen in einem Geist ruderten, schöpften, segelzurten, sich gegenseitig anspornten und motivierten, einander Fehler verziehen und aushalfen, wo dem anderen die Kräfte versagten, da lag das Boot gleich viel stabiler und sicherer auf den Wellen. Und vielleicht hätten sie es jetzt sogar ganz alleine geschafft, heil durch den Sturm zu kommen. Doch Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht seinen Beitrag leisten würde. Und nachdem er schon die schwierige Aufgabe gelöst und den Streit zwischen den Jüngern befriedet hatte, waren Sturm und Wellen wirklich das kleinere Problem. Er blickte auf das Wasser. Still, sagte er, schweigt still. Und der Sturm legte sich, so schnell, wie er gekommen war. Amen. Unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Wir danken dir für diejenigen, die in den Geschäften und Lieferdiensten, im Gesundheitswesen und in der Verwaltung darum kämpfen, Leben zu retten und die öffentliche Ordnung und Versorgung aufrechtzuerhalten. Wir bitten dich für sie um Ausdauer und Stärke. Wir bitten für diejenigen, die in den Wochen der Selbstisolation Einsamkeit erleben. Segne sie mit deiner Gegenwart.
Wir bitten dich für diejenigen, die in den Wochen der Selbstisolation mit vielen Menschen auf engem Raum leben. Wir bitten dich für sie. Segne du sie mit Geduld und Harmonie. Wir bitten für diejenigen, die um den Arbeitsplatz oder die berufliche Existenz bangen. Schenk Zuversicht. Sei und bleib du unser treuer Versorger. Im Gebet befehlen wir dir an, was uns Angst macht. Wir bitten dich für uns und die ganze Welt, dass du uns darauf vertrauen, dass wir Tag für Tag bei dir wunderbar geborgen sind. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ehrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.